Beim Aufwachen sehe ich dicke, birnenförmige Regentropfen und einen Himmel von der Farbe eines ausgeblichenen Schieferdachs. Die kühle Luft ist eine Befreiung. Mrs. Luffel, die Gemüsehändlerin, hat ein Holzkistchen mit Stachelbeeren und ich kaufe alle auf einmal. Natürlich für ein Crumble, aber ich will auch Eis machen. Trotz ihrer durchdringenden Säure gibt die Stachelbeere nur allzu leicht auf, sobald Eiercreme und Zucker ins Spiel kommen und kann ein blasses, konturloses Eis ergeben. Heute versuche ich nur einen halben Liter Eiercreme auf ein Kilo Beeren zu nehmen und sehr wenig Zucker. Heraus kommt ein pures, erfrischendes Eis. Der Reiz der Stachelbeere liegt nicht nur in ihrer charakteristischen Säure, sondern auch darin, dass sie ihr Aroma intensiviert, sobald sie auf Hitze und Zucker trifft, anders als die meisten anderen Früchte, deren Eigenart in der Ofenglut abnimmt. Alle, die schon einmal eine im Kuchen mitgebackene Erdbeere ertragen mussten, wissen, was ich meine. Die Stachelbeere ist das Herzstück einiger meiner Lieblingsrezepte. Ihre Marmelade gehört zu meinen 2-3 Favoriten und sie ist die Hauptzutat für die beste aller Fruchtcremes. Schon lange träume ich davon, ein ebenso gutes Stachelbeereis zu machen, aber bei allen, die ich probiert habe, ertranken die Früchte in zu viel Sahne und Zucker. Das folgende Rezept schafft es, das überschäumende Temperament der Beeren zu bewahren, ein Eis auf halber Strecke zwischen Sorbet und Sahne-Eis. Ich mache es in der Eismaschine, weil ich wirklich davon überzeugt bin, dass die Konsistenz dadurch sahniger und leichter wird, als wenn ich es von Hand rühre, aber Sie können es natürlich auch ohne Maschine zubereiten. Füllen Sie die Mischung einfach in Gefrierboxen und lassen Sie sie ungefähr 5 Stunden lang gefrieren, einmal pro Stunde durchrühren oder besser noch, mit dem Schneebesen schlagen, bis sie fast gefroren ist. Heute mache ich 2 Portionen, die eine mit hausgemachter Vanillesoße, die andere mit einer fertig gekauften Luxussoße aus der Supermarktkühltheke. Ich gehöre zu den Köchen, die das sanfte Puffen eines Topfs